Ein Kind, ein unscheinbares, schwaches Wesen, trägt die Last der ganzen Welt. Das ganze Volk hofft auf einen Retter und Befreier. Und dieser in einem Stall geborene, kleine Junge soll die Erfüllung dieser Hoffnungen sein? Er soll die Erfüllung all der großen Verheißungen darstellen? Wer hätte gedacht, dass die Hoffnung der Welt hier, in dem Kind einer gewöhnlichen Frau, zur Welt kommt? Maria selbst wurde von einem Engel überrascht, der ihr den Plan Gottes verkündet hatte. Sie würde schwanger werden und den Sohn Gottes zur Welt bringen. Und nun war es soweit. Hier würde aus Verheißung Wirklichkeit werden. An einem Ort, der einem Königskind nicht würdig ist. Warum in einem Stall? Warum lässt Gott die Geschichte der Errettung der Menschheit an diesem unscheinbaren Ort beginnen? Maria brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Jesus, der ewige Sohn Gottes, wird Mensch. Der Schöpfer, durch den alles gemacht wurde, steigt in unsere Wirklichkeit hinab und nimmt Endlichkeit an. Der König, dem alle Dinge gehören, macht sich klein und arm. Er ist wirklich ein ganz anderer König. Er wird nicht in einem Palast geboren und wächst ohne politische Macht und irdische Reichtümer auf. Jesus steigt von seinem himmlischen Thron herab. Er verlässt die herrliche Gegenwart seines Vaters und kommt an einen Ort zur Welt, der nichts von seiner großen Majestät und Macht widerspiegelt. Er erniedrigt sich selbst und zeigt so schon in seiner Geburt, welchen Weg er auf dieser Welt einschlägt. Er wird den Menschen dienen. Er wird Wunder vollbringen. Er wird Hungernden zu essen geben. Er wird Kranke heilen. Er wird Tote auferwecken. Er wird den Schwachen Kraft geben. Und er wird ihnen eine Hoffnung schenken, die ihnen keiner mehr nehmen kann. Jesus, der Sohn Gottes, wird das Wohl anderer höher achten als das eigene. Und am Ende seines Lebens wird er stellvertretend für deine und auch für meine Sünden sterben. Krippe und Kreuz verkünden dieselbe Botschaft. Der Retter der Welt ist gekommen. Der Retter für dich und mich.